Hallo liebe Nähfreunde, habt ihr Lust, euch euer eigenes Damen-Shirt zu nähen? Dann könnt ihr euch mit dem Petit-Doux-Designer euer eigenes Design zusammenstellen. Und ich möchte euch jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie ihr so ein Shirt nähen könnt. Je nachdem, für welches Design ihr euch entschieden habt, zeige ich euch verschiedene Ausschnittvarianten, unterschiedliche Ärmelformen und zwei verschiedene Saumarten. Für unser Shirt verwenden wir ausschließlich elastische Stoffe, das heißt Stoffe, die nicht gewebt sind, wie zum Beispiel Jersey oder auch Single Jersey. Je nachdem, wie hoch die Elastizität bzw. Dehnbarkeit eures Stoffes ist, wird auch die Passform eures Shirts anders ausfallen bzw. sich anders anfühlen. Zum Beispiel fällt ein Shirt aus einem dünnen Viskose-Jersey mit Elastan ganz anders aus als ein Shirt aus einem festen Baumwollstoff, der keinen Elastananteil hat. Für das Shirt benötigen wir unterschiedliche Schnittteile und die zeige ich euch jetzt anhand meiner Shirt-Variante. Hier ist das Vorderteil, das später mit einer Raffung genäht wird. Hier das Rückenteil, beide werden im Bruch zugeschnitten. Dann haben wir hier zwei kurze Ärmel, dazu einen Streifen für den Ausschnitt, zwei Bündchen für die Ärmel und ein breites Bündchen für den Saum. Neben diesem Shirt werde ich jetzt noch zwei weitere nähen. Und zwar eines mit einem breiten Rollkragen, langen Ärmeln und Bündchen sowie einem breiten Saumbündchen. Und noch ein weiteres mit einem V-Ausschnitt und langen Ärmeln und einfachen Saumabschlüssen. Ihr könnt euer Shirt mit einer normalen Nähmaschine nähen. Welche Einstellung ihr dabei beachten solltet, welche Stichart sich zum Beispiel dafür am besten eignet, das könnt ihr euch in meinem Elaine-Shirt-Video hier anschauen. Ich werde jetzt mit einer Overlock-Maschine arbeiten und auch mit der Coverlock. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Schritt. Der ist bei allen drei Shirt-Varianten gleich. Und zwar nähen wir als erstes die Schulternaht. Dafür legen wir das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts zusammen. Bevor wir jetzt die beiden Schulternähte zusammennähen, habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Das habt ihr sicherlich schon bei gekauften Shirts mal gesehen. Und zwar wird dort in der Schulter ein Stoffstreifen mitgenäht. Der soll verhindern, dass die Schulternaht später ausgedehnt wird. Den habe ich jetzt einfach aus dem gleichen Material in der Richtung zugeschnitten, in der der Stoff weniger dehnbar ist. Diesen Streifen legen wir jetzt an der Schulter an, und zwar auf dem Rückenteil, denn das liegt beim Nähen oben. Dann stecken wir das Ganze fest und nähen beide Schulternähte. Die Nahtzugabe beträgt 7 mm, dementsprechend habe ich meine Overlock-Maschine eingestellt. Die überstehenden Enden und auch ein Stück von den Streifen schneide ich jetzt noch ab. Als nächstes ist der Ausschnitt an der Reihe. Ich nähe jetzt nacheinander verschiedene Varianten mit euch. Zuerst einen runden Ausschnitt mit optionaler Raffung, dann einen V-Ausschnitt und zuletzt einen großen Rollkragen. Wenn ihr euch nicht alle Ausschnitte anschauen wollt, dann könnt ihr jetzt zu eurer Variante vorspulen. Wenn ihr euch für einen runden Ausschnitt ohne Raffung entschieden habt, dann würdet ihr den Ausschnittstreifen direkt annähen. Ich zeige euch jetzt die andere Variante, nämlich mit einer kleinen Raffung, und zeige euch, wie die vorbereitet wird. Dafür habe ich die Knipse von meinem Schnittteil auf den Ausschnitt übertragen. Sie kennzeichnen den Bereich, der nun gekräuselt wird. Auf dieser Strecke habe ich zwei normale Steppnähte genäht, und zwar mit der größten Stichlänge, bei mir ist das 6, und im Abstand von 2 und 5 mm zur Kante. Die Fäden am Nahtanfang und am Nahtende habe ich lang gelassen, damit ich sie nun auf der einen Seite verknoten kann und auf der anderen Seite daran ziehen kann, und zwar auf den gewünschten Bereich. Im Schnittmuster ist es gekennzeichnet, und zwar sind das hier für dieses Shirt 6 cm.
Nachdem wir die Raffungen noch gleichmäßig verteilt haben, können wir im nächsten Schritt den Ausschnittstreifen annähen. Ich verwende dafür ein Rippenbündchen. Ihr könnt aber auch genauso gut ein glattes Bündchen benutzen oder auch den Stoff von eurem Shirt. Bevor wir ihn feststecken, wird der Ausschnittstreifen zunächst rechts auf rechts zu einem Ring zusammengenäht. Ich mache das mit der normalen Nähmaschine, weil dann kann ich die Nahtzugaben schön auseinanderlegen und das Ganze bleibt schön flach. Die Nahtzugabe beträgt hierbei 7 mm. Für den nächsten Schritt ist es sehr wichtig, dass ihr alle Knipse von eurem Schnittteil sowohl auf den Ausschnitt als auch auf den Streifen sorgfältig übertragen habt. Denn die helfen euch nun dabei, den Ring jetzt gleichmäßig an den Ausschnitt zu stecken. Wir nehmen nun den Ring, falten ihn mittig zusammen, sodass die linke Seite innen liegt und stecken ihn fest. Entweder mit Nadeln oder ich benutze gern diese kleinen Klammern dafür. Wir beginnen jetzt an der linken Schulternaht und legen dort die Naht von unserem Ring an. Und dann treffen alle weiteren Knipse von dem Streifen und von dem Ausschnitt aufeinander. Nachdem wir den Streifen nun gleichmäßig festgesteckt haben, können wir ihn annähen. Und zwar beginnen wir dabei 5 cm unterhalb der Schulter. Der Streifen liegt beim Nähen oben und wird gleichmäßig gedehnt, sodass der Stoff vom Ausschnitt schön glatt liegt. Achtet auch darauf, dass die Nahtzugaben der Schulternähte ins Vorderteil gelegt sind, sodass die Schulterverstärkung dieser schmale Streifen sichtbar ist. Kurz vorm Ende klappe ich mein Messer nach oben, damit ich den Nahtanfang hier nicht zerschneide. So sieht der runde Ausschnitt nun fertig aus. Wenn bei euch, so wie bei mir, hier noch die Kräuselnaht sichtbar ist, dann könnt ihr die Fäden einfach noch entfernen. So, und jetzt könnt ihr euch entweder die anderen Ausschnitte anschauen oder ihr springt schon rüber zu dem Ärmel. Hier habe ich das Shirt mit dem V-Ausschnitt vorbereitet. Alle Knipse vom Schnittteil habe ich übertragen, auch auf den Ausschnittstreifen. Der hat in dem Fall hier diese Ecken, die kommen später an die Ausschnittspitze. Bevor wir allerdings den Ausschnittstreifen gleich annähen werden, habe ich noch einen Tipp für euch. Das ist nicht zwingend notwendig, aber es sorgt dafür, dass die Form des Ausschnitts schön stabil bleibt und dass die Spitze, die wir später einschneiden werden, gut geschützt wird. Und zwar bügeln wir Formband auf. Dieses schmale Band kann man fertig kaufen und ich bügle es jetzt auf die linke Stoffseite am vorderen Ausschnitt ganz knapp neben der Kante auf.
Während wir das Ganze jetzt abkühlen lassen, können wir unseren Ausschnittstreifen rechts auf rechts zu einem Ring schließen. Und zwar nähen wir entlang der Ecke mit der normalen Nähmaschine mit 0,7 cm Nahtzugabe. So sieht die fertige Naht nun aus und wenn wir das zusammenklappen, könnt ihr schon sehen, wie die spätere Ausschnittspitze aussehen wird. Die kleinen Ecken, hier die Nahtzugaben, die hier überstehen, die können wir abschneiden. Bevor wir den Streifen jetzt gleich an dem Ausschnitt feststecken, schneiden wir noch die Spitze ein. Und zwar 6 mm, also knapp so viel, wie die Nahtzugabe beträgt. Jetzt nehme ich mir die Ausschnittspitze hier von dem Streifen und lege ihn rechts auf rechts hier mit den offenen Kanten am Ausschnitt zusammen, sodass die Naht und der Einschnitt genau aufeinandertreffen. Und dann stecke ich mir hier eine Nadel. Und dann klappe ich die Ausschnittkanten so auseinander, dass sie hier auf die Kanten des Streifens treffen. So sieht das aus und dann klemme ich das auf beiden Seiten hier fest. So, und dieses kleine Stück nähen wir jetzt zuerst mit der Nähmaschine, weil wir damit sauberer arbeiten können als mit der Overlock. Ich nähe jetzt mit 0,7 cm Nahtzugabe zunächst dieses Stück von hier bis zur Spitze bzw. hier bis zum Einschnitt, wobei ich hier an der Stelle versuche, genau noch in den Stoff zu treffen. So, jetzt bin ich an der Spitze angelangt. Jetzt lüfte ich den Nähfuß und drehe das Ganze wieder hier zurecht und nähe dann das restliche kleine Stück bis zur Klammer. So sieht die Spitze jetzt auf der linken Seite aus und so auf der rechten. Und jetzt können wir den restlichen Streifen rundherum entsprechend der Knipse feststecken und mit der Overlock annähen, wobei wir hier an der Spitze anfangen. Die Nahtbreite ist auf 7 mm eingestellt. Der Streifen liegt beim Nähen oben und ich dehne ihn so, dass der Shirtstoff schön glatt liegt.
So sieht der fertige Vorausschnitt jetzt aus. Jetzt könnt ihr ihn noch schön bügeln und wer mag, kann ihn rundherum noch einmal absteppen. So, und jetzt kommt die leichteste Variante, nämlich der Rollkragen. Ihr könnt aber auch schon zu den Ärmeln vorspulen, wenn ihr möchtet. Hier sind meine vorbereiteten Teile für das Shirt mit Rollkragen. Dabei habe ich alle Knipse sorgfältig übertragen. Und als erstes nähen wir jetzt den Rollkragen rechts auf rechts hier an den kurzen Kanten zusammen. Ich mache das mit der Overlock. Die Nahtbreite ist auf 0,7 cm eingestellt. So sieht der Kragen jetzt aus. Jetzt können wir ihn falten, sodass die linke Seite innen liegt. Die Naht und auch die Knipse von beiden Seiten treffen genau aufeinander. Das Ganze können wir hier mit ein paar Klemmen fixieren, bevor wir den Kragen an den Ausschnitt stecken. Die Naht vom Rollkragen trifft jetzt auf die hintere Mitte am Shirt und alle weiteren Knipse treffen auf die Schulternähte bzw. Knipse am Ausschnitt. Und dafür ziehe ich mir jetzt das Shirt hier in den Rollkragen hinein. So sieht das jetzt aus und jetzt nehmen wir den Kragen rundherum an, wobei ich hier im Vorderteil 5 cm entfernt von der Schulter anfange. So sieht der angenähte Rollkragen jetzt aus. Und jetzt geht's weiter mit den Ärmeln. Die Ärmel werden bei allen Shirts gleich eingenäht. Wenn ihr euch allerdings für den Puffärmel entschieden habt, dann müssen wir zuvor die Raffung vorbereiten. Das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr gleich sehen wollt, wie der Ärmel eingenäht wird, könnt ihr jetzt vorspulen. Der Puffärmel hat sowohl eine Raffung an der Armkugel als auch am Saum. Die Knipse kennzeichnen den Bereich, zwischen denen die Kräuselnähte genäht werden müssen. Das ist am Saum hier dieser Bereich und an der Armkugel dieser Bereich. Das habe ich hier schon einmal vorbereitet und zwar sind hier zwei normale Steppnähte mit der größten Stichlänge im Abstand von 2 und 5 mm zur Kante. Nun verknote ich die langen Fäden an einem Nahtende miteinander und ziehe an den Fäden am anderen Ende so lange, bis ich die gewünschte Raffung erreicht habe.
Bei mir muss diese Strecke auf 8 cm eingekräuselt werden. Und genau das gleiche machen wir jetzt an der Armkugel. So, das haben wir jetzt hier mit beiden Ärmeln gemacht und jetzt könnt ihr auch schon sehen, wie durch die Raffung hier der Ärmel so eine schöne Kugel bekommt. Im nächsten Schritt werden die Ärmel an die Armlöcher genäht und das zeige ich euch jetzt am Beispiel eines glatten Ärmels ohne Raffung. Auf den ersten Blick sehen die beiden Ärmel symmetrisch aus, aber anhand der Knipse könnt ihr sie dem jeweils richtigen Armloch zuordnen. Und zwar findet ihr zwei Knipse direkt nebeneinander an der Armkugel des Ärmels und auch am vorderen Armausschnitt des Shirts. Jetzt klappen wir das Shirt auseinander, legen es vor uns hin mit der rechten Seite nach oben und legen den Ärmel mit der rechten Seite nach unten auf das Shirt. Jetzt haben wir die kleine Herausforderung, dass wir zwei unterschiedliche Kurven aneinander nähen müssen. Das ist aber bei dem weichen Jersey relativ unproblematisch. Jetzt stecken wir beide Teile an den Knipsen zusammen. Ich nähe diese Naht jetzt wieder mit der Overlock, wobei der Ärmel dabei oben liegt. So sieht die fertige Naht bzw. der angenähte Ärmel jetzt aus und genau so nähen wir auch den anderen Ärmel jetzt an. Wenn ihr einen Ärmel mit Raffung habt, dann achtet darauf, dass ihr die kleinen Fältchen beim Nähen schön gleichmäßig verteilt. Ihr könnt aber auch, um auf Nummer sicher zu gehen, diese Strecke vorab mit der Nähmaschine nähen. Mit der kann man ja meistens ein bisschen sauberer arbeiten. So sieht jetzt der angenähte Puffärmel aus und so der glatte Ärmel, egal in welcher Länge. Und jetzt werden wir bei beiden Shirts in einem Abwasch die Ärmelnaht und die Seitennaht schließen. Dafür legen wir das Shirt wieder rechts auf rechts. So, jetzt stecke ich bzw. klemme ich beide Lagen noch zusammen, wobei die Armlochnaht in Richtung des Ärmels verläuft.
Und dann nähe ich auf beiden Seiten die Naht von oben hier vom Ärmel bis nach unten zum Saum. Und jetzt sind wir schon fast fertig mit unseren Shirts. Jetzt fehlen nur noch die Säume, sowohl am Ärmel als auch unten am Shirt. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schlagt den Saum einfach ein und näht ihn mit der Nähmaschine oder mit der Coverlock. Das zeige ich euch gleich. Oder ihr näht ein Bündchen an. Das zeige ich euch dann danach. Bevor wir den Saum jetzt nähen, bügeln wir ihn auf die linke Seite um. Und zwar 2 cm. Wenn der Stoff sehr einrollt, könnt ihr zusätzlich die Kante von der rechten Seite mit ein paar Nadeln fixieren. Mit dem Coverlock-Stich wird die Kante auf der Rückseite eingefasst bzw. verdeckt. Damit ich sicher gehe, dass ich sie treffe, habe ich im Abstand von 1,5 cm zur linken Nadel hier ein Klebeband befestigt. Daran kann ich jetzt die Saumkante entlang führen. So sieht der fertige Saum mit der Covernaht aus und auf diese Weise nähen wir jetzt auch die Ärmel. Zu guter Letzt zeige ich euch nun den Saum mit Bündchen. Das funktioniert ähnlich wie beim Ausschnitt und auch hier könnt ihr entweder ein geripptes oder ein glattes Bündchen verwenden oder ihr benutzt den Shirtstoff. Zuerst wird der Streifen für das Bündchen wieder zu einem Ring geschlossen. Oder zufälligerweise hat die Schlauchware genau den richtigen Umfang und ihr müsst nicht nähen. Der Ring wird nun mittig links auf links gefaltet und gleichmäßig an den Saum gesteckt. Damit nun die lange Strecke des Saums schön gleichmäßig auf die kurze Strecke des Bündchens verteilt wird, mache ich mir Markierungen. Zum einen, an welcher Stelle das Bündchen auf die Seitennaht treffen soll und hier zum anderen, wo es auf die vordere bzw. hintere Mitte des Shirts treffen soll. Wenn euer Bündchenring ein oder zwei Nähte hat, dann treffen diese jeweils auf die Seitennähte des Shirts. Da kann ich hier jetzt links und rechts eine Nadel stecken und diese Stellen treffen dann auf die beiden Knipse, die ich in das Vorder- und in das Rückenteil zuvor am Shirt gemacht habe. Und nun stecke ich den Ring rechts auf rechts an den Saum.
Das Bündchen liegt jetzt beim Annähen oben und wird auf die Länge des Shirts gedehnt. Kurz bevor ich am Nahtanfang wieder hier ankomme, klappe ich das Messer nach oben, damit ich den Nahtanfang nicht zerschneide. So sieht der fertige Saum jetzt aus und genau so verfahre ich jetzt auch am Ärmel. Hierbei trifft die Bündchennaht auf die Seitennaht und die gegenüberliegende Stelle trifft auf die Mitte des Ärmels bzw. hier auf die Mitte der Raffung. Das Bündchen liegt wieder oben und ich habe diesmal das Shirt mit der linken Seite nach außen gewendet, damit es sich bei dieser kleinen Öffnung hier besser nähen lässt. Ich schaue noch mal, dass die Raffung hier auch schön gleichmäßig ist. So, dieses Shirt ist nun fertig und ob ihr breite Bündchen habt oder schmale, ob ihr lange oder kurze Ärmel habt, es funktioniert immer genauso. Nun habe ich euch in meinem Nähvideo also mehrere Shirt-Varianten gezeigt mit unterschiedlichen Ausschnitten, Ärmeln und Säumen. Und mit dem Petit-Du-Designer könnt ihr ganz einfach euer Lieblingsteil selber gestalten. Dann hoffe ich, es hat euch viel Spaß gemacht, gemeinsam mit mir zu nähen. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks, zum Beispiel zum Thema Jersey haben wollt, dann schaut doch mal in meinen Nähblog Petit-Du. Tschüss, bis zum nächsten Mal.